Ah, der buggt schon wieder. Ist das nicht schön? Darf ich schon wieder Spiel neu starten, nur weil es wieder so einen beschissenen Bug gibt? Zum Kotzen. Ich muss mal schnell was nachsehen. Ich muss mal kurz mal nachlesen, dauert mal ein bisschen. Kurz mal warten. Okay. Jetzt mal weiter. So, jetzt ist die Wesen mal da. Willkommen in Shardastula, dem stolzen Ausbildungsort für die künftigen Anführer der Häuser und des Pakts. Dürfte ich eure Einladung sehen? Ah ja, der Erzmagier bat mich, auf euch zu warten. Er hat schon mit eurer Ankunft gerechnet. Kein Grund zur Sorge. Der Erzmagier hat ständig Visionen über andere. Es ist eine seiner vielen, vielen Gaben. Bitte meldet euch umgehend bei Erzmagier Barlow. Mit Freuden. Die Akademie bildet vielversprechende Magieanwender dazu aus,
große Gelehrte, charismatische Anführer und mächtige Helden zu werden. Sie wird von den Fürstenhäusern unterhalten. Es ist das erste Semester, in dem wir Kandidaten aus allen Nationen des Pakts aufnehmen. Was für eine dumme Frage. Natürlich nicht. Die Magiergilde hat zu viele Verbindungen zu den feindlichen Allianzen. Die Akademie ist eine reine Ausbildungsstätte für zukünftige Anführer des Ebenherzpakts. Mhm. Ach so. Zum Große. Perfekt. Also diese Quest nehmen. Die Quest, die mir nicht das hier freischaltet. Gut, gut. Zeit gegrüßt. Ich erwarte von meinen Studenten, dass sie nach Vortrefflichkeit streben. Ich verlange Brillanz, Entschlossenheit und Begeisterung bei der Beschäftigung mit den unbeschreiblichen Mysterien unserer edlen Berufung. Zweifelt nicht an dem, was vorherbestimmt ist. Mächte jenseits unserer Vorstellungskraft haben Dinge in Bewegung gesetzt und alles, was wir tun können, ist, von ihnen mitgerissen zu werden. Ich habe euch in meinen Visionen gesehen. Ihr kamt, um die Akademie zu schützen. Dieser Teil der Vision bleibt verhüllt. Wie dem auch sei, ihr seid hier und wir müssen uns bereit machen. Ich muss überprüfen, wie feinfühlig ihr für Magie seid. Die Lichter in der nächsten Kammer bilden eine Art Test. Nur die feinfühligsten Wesen können sie sehen. Berührt die Visionskugel hinter mir. Achtet darauf, wie sich das Muster entfaltet. Wiederholt die Abfolge einfach, indem ihr die einzelnen Sphären berührt. Wenn ihr einen Fehler macht, könnt ihr von vorne fangen. Lol, wieso? 3, 5, 1, 2. Komisch, wird mir nicht angezeigt. Fuck. 4. Was? Sechs bestimmt. Ja. Gut, dann habe ich es doch richtig gemacht. Und wieso sagt er, das ist falsch? Leck mich am Arsch, Backspiel. 3.
schön. Eins. Zwei. Vier. Ah, jetzt aber mal. Alter! Mal aktivieren. Ich bereits vermutet, ist eure Feinfühligkeit höchst eindrucksvoll. Ihr konntet das Muster sehen. Jetzt weiß ich, dass ihr uns gegen die kommende Gefahr beistehen könnt. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Gut gemacht. Jetzt zum Geschäftlichen. Irgendetwas bedroht die Akademie. Doch eure Anwesenheit hier wird die Lage für uns entscheiden. Ich habe es in meinen Visionen gesehen. Ihr habt es gesehen. Krieg und Krankheit verwüsten unsere Ländereien. Wir sind von Feinden umzingelt und dennoch reißen wir einander die Kehle heraus. Unsere Studenten werden uns dabei helfen, das zu ändern. Und ihr werdet sie beschützen, damit sie ihr Schicksal erfüllen können. Wir werden uns gemeinsam etwas überlegen. Auch wenn die Einladung vielleicht nicht von Anfang an in euren Händen war, ist sie am Ende doch genau dort gelandet. Euch ist es vorherbestimmt, hier zu sein. Eine große Gefahr nähert sich dieser Akademie. Und ihr werdet uns vor dieser Katastrophe beschützen. Ich habe es vorhergesehen. Jetzt muss ich einen Weg finden, um zu verstehen, zur Erfüllung welcher monumentalen Aufgabe ihr hierher geschickt wurdet. Bis meine Visionen euer endgültiges Schicksal enthüllen, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Er mag euch belanglos erscheinen, aber ich versichere euch, dass es wirklich wichtig ist. Mit euch zusammen sind drei weitere Studenten angekommen. Die Dunmer, Lena und Tedras und der Nord Hartmann. Es ist eure oberste Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie ihre Aufnahmeprüfungen bestehen. Bevor ihr angekommen seid, haben meine Visionen mir diese drei enthüllt. Sie werden eine wichtige Rolle in zukünftigen Ereignissen spielen, die in direkter Verbindung zum Erfolg des Pakts stehen. Helft ihnen. Sie müssen ihre Prüfungen bestehen und ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. Na ja, super. Jetzt bin ich Kindergärtner. Grüße. Was bringen als nächstes? Nur um eine einfache Sache hat er mich gebeten. Die Studentenratten zurück in die Ausbildungshalle bringen. Aber Hartmann kann nichts richtig machen. Mein Zauber ging schief. Der Ausbilder wollte, dass ich die Kleinen hier einsammle und sie heil zurückbringe, damit wir uns um sie kümmern können. Aber eine ist entkommen und auf diesen großen Felsen hinaufgeklettert. Oh, Hartmann, ist das so peinlich. Hartmann hat Höhenangst. Oh, warum musste diese kleine Ratte nur so weit nach oben klettern? Ich habe ein Totem gefertigt. Damit kann ein Helfer hoch zur Ratte fliegen. Aber niemand will Hartmars Helfer sein. Ihr wollt mein Helfer sein? Vielen Dank. Stellt euch vor den großen Felsen vor Hartmar und aktiviert das Totem. Seid ihr oben, schnappt ihr euch die liebe kleine Ratte. Aber seid vorsichtig. Wenn ihr in die falsche Richtung zeigt, dann fliegt ihr sonst wohin. Einfache Sache hat er mich gebeten. Hartmann hat... Ihr wollt mein Helfer sein? Wie nutze ich dieses Artefakt? Hier ist doch gar kein Artefakt.
Ach, das ist das Tote. Ich weiß nicht, ob ich weitermachen kann. Was soll denn das denn? Was hat er für einen Zauber benutzt? Idiotenzauber? Ist der kleine Freund sicher? Die kleine Ratte ist in Sicherheit. Jetzt bekommt Hatma nicht die Route zu spüren, wie sonst zu Hause. Gut. Gut, gut. Ich bringe die kleinen Freunde gleich weg, damit wir uns um sie kümmern können. Du warst ein lächerlich. Was für ein Unfug. Magie aus einem Teich fischen. Vivex Hinterbacken. Was soll das überhaupt bedeuten? Ich bin nicht völlig hilflos, wisst ihr? Ich kann das schon schaffen. Ach, vergesst es, ich gebe auf. Ich gehe sicher nicht wegen eines Fischs nach Hause, der gar nicht existiert. Ihr wollt helfen? Gut. Nun, ihr könnt entweder einen Teich mit Fischen füllen, damit ich einen fangen kann. Oder ihr könnt herausfinden, was es mit diesen Kugeln da auf sich hat. Sie gaben mir auch ein Buch, aber darin stand nur irgendein einfältiges Rätsel. Ich habe es dort hinten auf den Tisch geworfen. Was bin ich denn? Ein Kind? Ich werde Kommandant in einer Hausarmee oder Berater der Anführer des Paktes sein. Sie hätten mir einfach einen Zauber geben sollen, den ich wirken kann. Das Buch ist weg. Was für ein Unfug. Magie aus einem... Interessant. Seid gegrüßt. Wo ist das Buch, verdammte Scheiße? Was für ein... Ich bin nicht völlig... Nun, ihr könnt entweder... Was bin ich denn? Ein... Zum Gruß. Hier liegt kein Buch. Ich lag vorher im Buch, aber jetzt nicht mehr. Super geil, ey. Was ist das für eine Verarsche? Stets im Lehrbuch treu ergeben, wird noch einer Zauberer im Leben, seid stets besonnen, nie vermessen und endlich als Monster fressen.
Panzer steht vor über das Westensheim. Massenfriedrich Arterius Stern. Fern. Sekunden ist sicher. Verstehe. Sonne im Norden. Die Sonne, das ist der östliche, dann ist das, glaube ich, der nördliche. Ja. Was ist der Stern? Das ist die Sichel. Das ist keine Ahnung. Das ist die Sonne. So, wie ging es weiter? Osten, Stern. Osten ist dort. Das sieht aus für mich wie ein Stern. Das könnte aber auch ein Stern sein. Ja, super, ey. Die sind ja echt super in Rätseln, da sie sowieso nichts richtig machen. Süden, Sichel. Das ist der Mond. Westliche. Nichts passiert. Passiert nichts. Ah, jetzt. Bei den dreien, was geht hier vor sich? Was ist das? Nur noch den letzten helfen und dann bin ich hier wieder fertig mit der Quest. Findet das Amulett, hat sie gesagt. Setzt den Zauberstab ein, hat sie gesagt. Was ist denn, wenn ich etwas in Brand stecke? Ich könnte die ganze Akademie niederbrennen. Oh, ihr wisst, dass ich niemals etwas verbrennen würde, oder? Das ist nur so eine Redewendung. Ich darf bei meiner Aufnahmeprüfung nicht versagen. Ich könnte es nicht ertragen, nach Hause geschickt zu werden. Einer der Ausbilder meinte, dass eine dieser Schattenhennen ein magisches Amulett hätte. Sie hat es vermutlich gefressen. Ich soll wohl diesen Stab benutzen, um meine Magie auf die Hennen zu richten und das Amulett zu finden. Ich habe Angst, es herauszufinden. Ihr scheint mir überhaupt nicht zögerlich. Würdet ihr es tun? Bitte findet das Amulett. Ich muss diese Prüfung bestehen. Hm.
Was? All diese fliegenden Federn. Mutter Morrowind, ich kann aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Keine Sorge deswegen. Das war zum Totlachen. Ich werde das Amulett gleich zur Ausbilderin bringen. Ich schulde euch etwas. Perfekt. Jetzt nur mit dem Erzmagier sprechen und dann geht's gleich wieder weiter. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Seid ihr ja. Ich fürchtete schon, ihr wärt von Mächten aus dem Jenseits entführt worden. Das habe ich gehört. Gute Arbeit. Hier, nehmt dies als Zeichen meiner Anerkennung. Aber macht es euch nicht zu gemütlich. Dinge von großer Dringlichkeit zeichnen sich am Horizont ab. Während ihr meinen Studenten geholfen habt, hatte ich eine Vision. Ich sehe, dass euer Schicksal aufs Engste mit der Chaosbringerin Magistra Vox verknüpft ist. Allerdings... ich habe nichts weiter sehen können als den Namen des Chaosbringers. Etwas interferiert mit meiner Hellsicht und blockiert bei jeder Gelegenheit meine Bemühungen. Ich vermute, dass wir uns einer Macht jenseits aller sterblichen Vorstellungskraft stellen müssen. Wir müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ich werde die Studenten versammeln und mich vergewissern, dass das Gelände sicher ist. Ich hätte gerne, dass ihr die Falltür benutzt, um die Bibliotheksgewölbe zu untersuchen. Ich habe nichts von der Bibliothekarin gehört und das erfüllt mich mit namenloser Besorgnis. Durchsucht die Bibliothek unten und findet die Bibliothekarin. Sie hat nicht auf meine Rufe reagiert. Ich fürchte, etwas Übles geht in meiner Akademie um. Selbst ohne Kopf braucht eine Schlange manchmal eine lange Zeit, um zu sterben. Die leidgeborenen Kultisten sind noch da draußen. Vielleicht hat das meine Visionen ausgelöst. Gut, dann gehen wir nach unten. Nicht so lange dauert, wie ich dachte. Was ist denn jetzt los? Ah, Valyn, ihr seid direkt in meine Falle gelaufen. Noch ein Student, noch ein neuer Soldat für die Leidgeborenen. Oh, gut. Ihr seid endlich wach. Endlich. Ihr wart stundenlang ohnmächtig. Zumindest erschien es uns wie Stunden. Wie fühlt ihr euch? Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Schad Astula wurde überrannt. Die letzten Leidgeborenen, wie es aussieht. Sie brauchen offenbar mehr Soldaten. Und sie bekommen sie auch. Sie haben eine Art Zauber gewirkt, um die Studenten zu versklaven. So sieht es aus. Der Zauber hat nicht auf uns gewirkt. Warum, weiß ich auch nicht. Wir führten gerade die Befehle des Erzmagiers aus. Da haben uns die Leidgeborenen gefangen und zu euch hier hineingeworfen. Als der Ärger losging, gab er uns ein paar arkane Gegenstände und befahl uns, sie zu verstecken. Dann zog er selbst los. Ich bin froh, dass ihr wach seid. Könnt ihr uns hier herausholen?
Was immer ihr auch vorhaben mögt, ihr habt meine volle Unterstützung. Dessen könnt ihr euch gewiss sein. Schad Astula wurde überrannt. Die letzten Leidgeborenen, wie es aussieht. Das ist schrecklich. Die Akademie ist in Gefahr. Der Erzmagier wird vermisst. Und ich bin hier bei euch eingesperrt. Der General der Leidgeborenen. Einer der älteren Studenten hat ihn erkannt. Er meinte, es wäre Darvasen. Er war früher der Assistent des Erzmagiers. Wer weiß. Er murmelte etwas davon, nach Hadmar und einem Vertrauten suchen zu wollen. Was meint ihr, wofür die Leidgeborenen uns brauchen? Ich hatte Angst davor. Da draußen sind überall Wachen. Vielleicht könnt ihr einmal nachsehen. Ganz diskret. Ha! Lasst mich in Ruhe! Tut mir nicht weh! Was war das? Zurück vom Tor! Ich komme durch! Das muss der Vertraute sein, von dem uns der Erzmagier erzählt. Meister mich geschickt, meinte ich euch retten soll. Meister schickt mich euch zu retten. Riecht gesund, sieht aber lustig aus. Ich öffne ein Portal und wir dann gehen los und finden großen Nord. Name ist Hadmir. Oder Hadmit. Ich vergessen. Stattliche immer dumme Namen. Egal! Kommt! Kommt! Wir jetzt gehen! Großer Nord versteckt sich in Gebäude neben dort, wo wir auftauchen. Bleiben hier! Meister sagt, sollen noch nicht sterben. Ich hole, wenn die Zeit kommt. Okay. Keine Sorge! Los jetzt! Ich hole an. Das wird ja geil. Wie lustig der redet, ey. Finde ich gut. Finde ich echt gut gemacht. Also, das Spiel ist echt geil. Freut sich, euch zu sehen. Der Erzmagier sagt, ihr kommt bald. Und da seid ihr. Hadmar ist sich nicht sicher. Im einen Moment gehe ich durch die Ausbildungshalle und... Boom! Im nächsten Moment landet Hadmar auf seinem Hintern. Bin hier drin aufgewacht und der Erzmagier steht über mir. Er sagt, dass ich hier warten soll, bis ihr auftaucht. Ich habe gewartet und ihr seid aufgetaucht. Ja. Er meinte, ich soll mein Totem draußen am großen Felsen aufstellen. Lena hat ihre Kassette da oben versteckt. Die Kassette ist sehr wichtig. Wir müssen sie finden und zu Lena bringen. Da draußen. Ihr setzt das Totem ein, um die Kassette zu erreichen, okay. Während Hadmar am Boden bleibt. Danach finden wir Lena. So, das Totem muss dort sein. Da ist das Totem. Scheiße. Willst du mich verarschen? Wartet, warum sind wir so hoch oben? Unheilsbrot. Sie hätte mich warnen können. Die Kassette. Richtig. Der Erzmagier hat etwas mit meinem Stab angestellt und mir dann gesagt, ich soll ihn dort oben verstecken. Das war kurz bevor mich Darvasen in diese Zelle geworfen hat. Ich kann immer noch nicht fassen, dass der alte Assistent des Erzmagiers der General der Leidgeborenen ist. Er meinte, wir würden den Stab brauchen, aber er sagte nicht, warum. Wartet, ich weiß es. Die Leidgeborenen haben die Bibliotheksgewölbe besetzt und die Tür versiegelt.
Und woraus stellt man am besten Öffnungszauber her? Aus versenkten Scamp-Häuten und Illusionsstaub natürlich. Ihr könnt meinen Stab benutzen, um die Scampen zu versengen. Und der Illusionsstaub ist das Überbleibsel illusionärer Monster. Wenn wir genug von beiden haben, können wir einen Zauber vorbereiten, mit dem wir zu Darvasen durchdringen können. Aber wir werden Tetras brauchen. Dieser Zauber ist seine Spezialität. Bin ich in dem Gebiet drin? Ja. Aber hier ist nichts. Putti, Scampi, 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 Scampi. Gott verdammt.
diesen Viechern also. Alter. Das ist schon heftig. Ja. Keine Ahnung, noch ein Jahr glaube ich. Wieso? Was meinst du jetzt? Wir ganz da, aber ich sehe gerade, wir haben es gleich 20 Uhr, also muss ich jetzt gleich aufhören. Ich hoffe, bis dahin habe ich diese Questreihe fertig. Wird auch Zeit, dass ihr mich herbeiruft. Ich dachte schon, dass ich für immer in dieser Zelle bleiben muss. Da habt ihr richtig gehört. Allerdings nur, wenn ich die richtigen Zutaten habe. Aber es könnte knifflig werden, sie zu bekommen. Schließlich haben die Leitgeborenen die Akademie besetzt. Illusionsstaub und versenkte Scumhaut. Perfekt.
Gebt mir nur einen kurzen Moment und bitte sehr. Ich warte hier oben, um den Fluchtweg freizuhalten. Ihr wisst schon. Nun geht den Erzmagier suchen und macht diesem Darwasen ein Ende. Macht doch so viel Spaß, den Platz zu machen. Willkommen beim Stream. Dann habe ich diese Questreihe fertig und dann bin ich hier auch mit dem ganzen Gebiet, glaube ich, fertig beinahe. Nur noch die Dungeons eigentlich, aber bloß auf die Dungeons habe ich zurzeit noch keine Lust. Weil ich später... Entschuldigung. Jetzt wohl da weiter. Da ist nichts Besonderes. Da ist auch nichts Besonderes. Sagte, dass ihr kommen würdet. Jetzt sterben wir und ich ziehe mit meinen neuen Anführern. Beeilung! Ihr müsst die gezackte Linse zerstören. Komm schon. Danke. Entschuldigung. Ihr seid wach? Oh, ich machte mir solche Sorgen. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Ihr habt die gezackte Linse zerschlagen und den Spruch aufgehoben. Die wenigen verbleibenden Leitgeborenen waren hoffnungslos unterlegen und sind geflüchtet. Der Erzmagier wies uns an, euch hier hochzubringen. Wir haben über euch gewacht. Als Freunde, wisst ihr? So sicher wie der Schoß des Tribunals, dank euch. Und ihr? Ihr solltet nicht einmal hier sein. Wir haben gehört, wie ihr an eure Einladung gekommen seid. Und jetzt verdanken wir euch unser Leben, weil ihr die Regeln gebrochen habt. Das wird mir noch eine Weile zu denken geben. Schaut mich nicht so an. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht, mehr nicht. Oh, und bevor ich's vergesse, der Erzmagier möchte mit euch sprechen. Er steht draußen vor der Tür. Damit halte ich mich jetzt auch gleich fertig. Schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Ich wusste, dass es euch gut geht.
Aber Lena wollte euch nicht von der Seite weichen. Ihr habt ihr ganz schön Angst eingejagt. Ja, auch wenn wir beim Kampf einige Studenten und Ausbilder verloren haben. Dass die Linse unter den Bibliotheksgewölben verborgen war, zählte zu unseren größten Geheimnissen. Darvasen nutzte dieses Wissen, um den Leidgeborenen zu helfen. Allerdings, ihnen gehen die loyalen Truppen aus. Als Darvasen ihnen von der Linse erzählte, sahen sie sie als Lösung für all ihre Probleme. Wenn Darvasen unsere Studenten in Soldatensklaven verwandelt hätte, wären die Leidgeborenen wieder im Geschäft gewesen. Für euch, hier, ja. Aber ich brauche keine Vision, um zu wissen, dass ihr da draußen noch unerledigte Geschäfte habt. Wie dem auch sei. Ich möchte euch danken. Und es gibt da noch eine weitere Sache. Die Studenten, denen ihr geholfen habt, wollen mit euch sprechen. Sie warten am Bootssteg. Ich glaube, sie wollen sich verabschieden. Bedauerlicherweise, ja. Daher wusste er auch von der gezackten Linse. Um genau zu sein, erwischte ich ihn dabei, wie er mit der Linse an einem Studenten experimentierte. Da entband ich ihn von seinen Pflichten. Er war außer sich vor Wut, als ich ihn der Akademie verwies. Sie war eine Reliquie aus der Zeit der Übersiedlung von Sommers End, die sich noch an ihrem ursprünglichen Standort im unterirdischen Tempel befand. An ihr herumhantieren, sie gar entfernen, undenkbar! Und doch solltet ihr euch nicht allzu sehr grämen, dass ihr sie zerstört habt. Ja. Ihr habt getan, was nötig war. Das war ja knapp. Ich wollte euch nicht gehen lassen, ohne mich zu verabschieden. Ich weiß, ihr habt Dinge zu erledigen, wichtige Dinge. Wir haben gerade von all dem erfahren, was ihr getan habt, bevor ihr hier angekommen seid. Aber wir wollten nicht, dass ihr uns vergesst. Wir wollten euch etwas geben. Es ist nicht viel, aber vielleicht hilft es euch dabei, die Akademie nicht zu vergessen. Wo hab ich es denn nur? Macht euch nicht lächerlich. Ah, hier ist er. Nehmt meinen Zauberstab. Bei euch hat er ohnehin besser funktioniert. Denkt an mich, wenn ihr ihn einsetzt. Habe ich hier einen Zauberstab oder wie jetzt? Nee. Weitere Ablenkung. Ah. Yeah, baby. Der ist gut, der gefällt mir. Aber wenn ich das Set jetzt trenne. Scheiße. ...237 maximale Magicka wird dann hochgehen. Aber ich werde 400 Magicka verlieren. Nee. Doch, 400 Magicka werde ich verlieren. Scheiße. Das will ich leider nicht. Naja, da muss ich eben noch warten, bis ich eine bessere Rüstung kriege. So, und damit bin ich hier vollständig fertig in der Karte. Das heißt dann wohl, ich muss dahin. Ich scheine nicht sehr gut. Dann werde ich mal zum Teleportationspunkt gehen, werde mich porten und dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal aufhören. Ich spiele dann wieder in. Oh Scheiße. Meine Zeit ist kostbar. Ich bin wieder in gleich zwei Stunden wieder.
Ich muss nämlich noch einkaufen jetzt gleich gehen und dann, wenn ich damit fertig bin, dann ja, dann kann ich so lange spielen bis 3 wahrscheinlich wieder. Heute zumindest. Die Quest zu Ende. Dann gehe ich ins nächste Gebiet und dann beende ich den Stream erstmal. Ich dachte, ich hätte alles erledigt. Ich dachte, ich hätte alles erledigt. Und ich da täuschen können. Was macht denn diese dädrische Ruine hier? Welche Aufgabe hat sie? Oh, ihr Götter! Quillt da Blut aus meinem Ohr? Oh, gut. Das ist ein sehr seltener dädrischer Barttopf. Große Dremora tragen sie an Ketten um den Hals, um damit ihre prächtigen Bärte zu schützen. Ist das nicht faszinierend? Hier ist eure Belohnung. Ach, was soll's. Kann ich genauso gut dahin reiten. Lauf, Schlampe! Lauf! Der Sturm soll euch töten! Gucken, wo ich da ankomme. Schattenfan! Oh, ich glaube, ich hatte einen Teleportationspunkt doch dahin gehabt. Scheiß Dreck. Vergesslichkeit. Schlecht fürs Gedächtnis. Scheiße.
zwei große Städte, also. Fällt mir gerade ein. Und zur Magiergilde. Wie viel sind die Gegner hier? 25? Ja, ich muss zur Zuflucht. Level 16 und ist schon hier. Okay. Oh, hier kann man auch was machen. Aber gut, ist egal. Ich muss nicht dahin, wo ich hin muss. Zurück. 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 Direkt in die Zuflucht reisen. Dann nehme ich jetzt diese Hauptquest endlich. Und ich werde jetzt den Stream erstmal beenden. Wie gesagt, ich mache später weiter. Wünsche euch noch viel Spaß bei anderen Stream zuschauen. Wenn es euch gefällt, wisst ihr, was zu tun ist. Ich sage mal bis später in ein, vielleicht zwei Stunden. Und wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann, Jungs und Mädels. Ciao, ciao.